Hier sind wir wieder zurück, live beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Nach wie vor ist hier in der Boxengasse natürlich wahnsinnig viel los. Das wird sich wohl auch die nächsten Stunden nicht ändern. Das Rennen ist erst 4 Stunden alt und trotzdem ist schon so viel passiert. Sie haben ja vieles davon bereits mitbekommen in der spannenden und ereignisreichen Anfangsphase. Und nun sind ja einige Stunden vergangen, naja, 1,5, 2. Wo Ihnen vielleicht noch ein bisschen Information fehlt, das aber nicht lange, denn Thomas Vogt wird das jetzt alles nachreichen und die Ereignisse der letzten Minuten und Stunden für Sie zusammenfassen. Punkt 15 Uhr war es soweit. Ein Feld von 215 Wagen ging vor einer gigantischen Zuschauerkulisse auf die Reise zweimal rund um die Uhr. Und vorneweg, wie erwartet, der trainingsschnellste Uwe Alzen im etwa 700 PS starken Porsche des Teams seines Bruder Jürgen Alzen. Dahinter der Mantai Porsche mit Lukas Luhr am Steuer, die Viper mit Peter Zakowski und dann die DTM-Autos von Opel und Audi sowie die beiden Schnitzer BMW M3 GTR. Aber die sollte man nicht besonders lange sehen, denn das erste Drama bei diesem 24-Stunden-Rennen, das traf ausgerechnet die favorisierte Schnitzer-Mannschaft. Hans-Joachim Stuck noch auf dem Grand Prix-Kurs in der ersten Runde, ohne Antrieb, Gang stecken geblieben, Getriebeschaden. Und der zweite Schnitzer BMW auch in der ersten Runde draußen, also totales Fiasko für die Münchner. Faszinierende Bilder von der Jagd auf der Nordschleife, Inboard-Aufnahmen aus dem Abt Audi TTR und an der Spitze das Duell des führenden Porsche von Uwe Alzen und des Peter Zakowski in der Viper. Außerplanmäßiger Boxenstopp für Frank Bieler, den Heimkehrer im Tourenwagensport. Da gab es Probleme mit dem Unterboden, aber ansonsten liefen die beiden Abt Audi TTR problemlos. Sehr früh an der Box Uwe Alzen. Man weiß, das Auto ist schnell, aber es verbraucht viel Benzin. Deswegen sehr, sehr früh in Führung liegend Uwe Alzen an die Box gekommen. Davon profitierte Peter Zakowski mit der Chrysler Viper nun also in Führung, aber mächtig unter Druck geraten durch Marcel Thiemann im Opel Astra V8 Coupé. Die Viper konnte nicht so weit wegfahren, wie man das vor dem Rennen erwartet hatte. Hier wartet Christian Menzel darauf, den Opel zu übernehmen. Und die Viper dann an der Box. Zakowski übergibt an Pedro Lamy die bewährte Fahrermannschaft im Zaxby-Team in diesem Jahr. Und von dem Boxenstopps profitiert dann die Abt Audi Mannschaft. Hier kommt auch der Opel an die Box. Etwas früher als die Abt Audi TTR, die mit etwas weniger Leistung fahren und dafür weniger Benzin verbrauchen und entsprechend länger draußen bleiben können. Hier also das neue führende Fahrzeug mit der Startnummer 8, pilotiert von Karl Wendlinger, Chris Nissen und Marco Werner. Das 24-Stunden-Rennen gleich zu Beginn, also so spannend, wie man das erwartet hatte. Und faszinierende, kuriose Bilder gibt es auch zuhauf. Zum Beispiel den obligatorischen Fuchsschwanz am Opel Manta oder ein kohlrabenschwarzes Heck am VW Diesel. Das ist also die Anfangsphase des 24-Stunden-Rennens und es geht weiter mit Maren Braun in der Boxengasse. Vom Renngeschehen jetzt noch mal zu einer ganz besonders interessanten Gesprächspartnerin, Charlotte Kalinder. Sie war ja schon ein paar Mal hier bei mir zu Gast und hat mir von Ihnen oder Ihnen von den Erlebnissen erzählt im Dunlop-Renndienst. Da ist inzwischen sind noch ein paar Erlebnisse dazugekommen, ein paar Stunden Arbeit, glaube ich auch. Charlotte, wie ist es dir da ergangen? Ja, ein paar mehr Stunden, muss ich dazu sagen. Also ich habe jetzt ja mal Reifen gewechselt, ja, fast ganz alleine. Sehr lustig war es, aber auch sehr hart. Also Respekt den Mechanikern, die das den ganzen Tag lang machen. Das ist echt Schwerstarbeit. Und man hat dich auch richtig schuften lassen, oder? Haben die dir schon ein bisschen geholfen beim Reifenschleppen? Ja, ich musste schon schuften. Man sieht es, glaube ich, auch ganz deutlich. Ziemlich zerfleddert irgendwie, aber das ist dann ja auch harte Arbeit. Und klar haben die Jungs mir ein bisschen geholfen, aber den Großteil musste ich schon alleine machen. Und es war vermutlich ordentlich was los, denn das Rennen läuft ja schon eine ganze Weile. Man hat deine Hilfe ganz bestimmt dankend in Anspruch genommen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch gedacht, ach, da mal so ein bisschen Alibi-mäßig, aber die haben mich da echt hingestellt und jetzt mach. Und da kannten die auch kein Pardon. Also ging echt was ab. Hat man dich für nächstes Jahr gleich wieder verpflichtet? Ja, sie wollten mich fest anstellen. Da habe ich gesagt, nein, nein, ich habe ja noch einen anderen Job zu tun. Der ist mir auch fast ein bisschen lieber. Den anderen Job, den hattest du neben dieser Sache hier im Dunlop-Renndienst auch noch hier zu tun. Hast nämlich auch noch sehr viel für deine Sendung Maxim TV gemacht. Jetzt wüsste ich gerne, wann wir das alles zu sehen kriegen. Ja, die nächste Folge von Maxim TV hier vom Nürburgring vom 24-Stunden-Rennen gibt es am Donnerstag um 22.30 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie alle dabei sind. Und ein kleines Appetithäppchen gibt es jetzt schon, nämlich den letzten Erlebnisbericht von Charlotte Kalinder hier am Nürburgring in Sachen Reifen. So,
Arno, ich wechsle jetzt mal einen Reifen, ja? Ja. Gut. Also das Gerät brauche ich vermutlich mal. Genau. Hier rauf. Aufsetzen. Dann? Gucken, dass es richtig sitzt und dann auf den Knopf drauf drücken. Noch mehr? Ja, noch ein bisschen. Oh. Am besten immer hingucken, damit man sieht, wo das Werkzeug hinkommt. Eine Absinse. So. Rad ist los, Rad nehmen, runterziehen. Puh. Wie gut, dass ich so oft ins Fitnessstudio gehe. So, jetzt am besten hier reingucken, damit man sieht, ob die Zentrierung hinhaut. Woran sehe ich das? Gehen wir einfach mal gucken, dass hier ein Schäbolzen reinpasst. Und dann die Mutter nehmen und die Mutter mit der Hand so einen Schritt drauf drücken. Okay, dann gehst du wieder hier. Also bei mir würde Schumi nicht gewinnen, kann ich nur sagen. Wie war, Charlotta, hast du ganz sicher recht. Ein Reifenwechsel in mehr als 5 Minuten, wohlgemerkt bei nur einem Reifen. Da musst du noch ein wenig üben mit dem Schrauber. Ja, es ist alles gar nicht so einfach, wie es aussieht. Die Arbeit in der Boxengasse, die Arbeit eines Reifenmechanikers. Anstrengend, aber ja klar, es macht auch Spaß. So, ich habe die Lizenz zum Reifenwechsel. So, nun hat es doch einen Audi Up TTR erwischt und zwar war es Matthias Ekström, der hier in die Boxengasse kam und dann haben sich die Mechaniker sofort auf den Wagen gestürzt, haben die Verkleidung abgenommen, haben geschraubt. Was wirklich los ist, wollten sie uns noch nicht sagen, aber der Wagen steht. Tja, vielleicht bewahrheitet sich eben doch, dass die DTM-Boliden zwar schnell sind, aber vielleicht nicht so standfest. Und damit gebe ich ab zu Ihrem Kommentator Thomas Vogt. Diese Information aus der Upbox. Ich weiß inzwischen, was da los ist. Es gibt ein Problem mit der Servolenkung. Die Servopumpe muss gewechselt werden am Abt Audi TTR mit der Startnummer 7. Das ist jenes Fahrzeug, das bereits in der Anfangsphase ein Problem mit dem Unterboden hatte. Da war das Fahrzeug aufgesetzt auf der langen Döttinger Höhe. Auf den Bodenwellen hatte sich 2 Schrauben abgeschlagen. Die musste man dann erst wieder ersetzen. Also die ersten Probleme nun auch bei einem der DTM-Fahrzeuge. 3 sind aber nach wie vor an der Spitze und es führt im Augenblick der Opel mit der Startnummer 5, gefahren von Manuel Reuter, Timo Scheider und Marcel Thiemann. Und dieser Marcel Thiemann, den begrüße ich jetzt ganz recht herzlich bei mir in der Sprecherkabine. Dem ging es vor 2 Tagen noch gar nicht so gut. Der hatte nämlich eine Lebensmittelvergiftung. Marcel, du bist im Krankenhaus gelegen. Ja, ich bin halt am Donnerstag kurz runter nach Adenau gefahren, weil mir ging es überhaupt nicht gut und hatte eigentlich schon Angst, dass ich nicht fahren kann. Und bis das Rennen lässt man sich natürlich nicht so gerne nehmen. Also bin ich runtergegangen, habe eine Infusion bekommen und dann ging es mir auch gleich viel besser am Freitag. Also der Opel an der Spitze auf der 2. Position, da liegt der im Augenblick einzig an der Spitze verbliebene Abt Audi TTR mit der Startnummer 8. Das ist das Auto, das von der 8. Position gestartet war mit Karl Wendlinger, mit Chris Nissen und Marco Werner. Marco Werner war da sehr, sehr schnell unterwegs. Auf der 3. Position liegt der 2. Opel Astra der Phoenix-Mannschaft. Und wir sehen jetzt Bilder offensichtlich eines Unfalls im Bereich der Antoniusbuche. Das war um 18 Uhr dieser Unfall. Ein heftiger Einschlag. Das ist die schnellste Stelle überhaupt auf der Nordschleife. Ging es mächtig zur Sache mit einem Porsche und mit einem Opel Manta. Aber Gottlob, das Ganze ist gut gegangen. Marcel, du kennst diese Stelle, da kommt man über eine Kuppe. Wir sehen ja auch, dass die Fahrzeuge da gerade noch vorbeikommen. Das war sicherlich ein ganz haariger Moment. Ja gut, die Geschwindigkeiten liegen dort ungefähr, je nach Auto, zwischen 260 und 280. Und das ist sicher kein schöner Moment. Gerade dort ist die Strecke auch sehr, sehr wellig. Sprich, man muss wirklich schauen, dass man die richtige Linie findet, die eigentlich ganz links ist. Und man hat auch gesehen, er fuhr sehr mittig. Und wie gesagt, wenn man dann wirklich den falschen Winkel erwischt, dann ist es nicht gerade sehr glimpflich abgegangen. Und der Unfall sah nicht so gut aus. Ja, aber Gott sei Dank offensichtlich keine Verletzungen bei den Fahrern in dieser Situation. Also, Sie sehen hier den Stand auch gerade eingeblendet, der durchläuft. 3 DTM-Autos an der Spitze, dann die Chrysler Viper auf der 4. Position mit Peter Zarkowski, Pedro Lamy und Robert Lechner. Auf der 5. Position liegt der beste Porsche mit der Startnummer 23. Das ist das Auto von Räder Motorsport, also nicht der Porsche von Uwe Alzen, der liegt nämlich nur noch auf der 6. Position. Das Fahrzeug mit der Startnummer 2, der Turbo Porsche, der das Training beherrscht hatte, der die Anfangsphase beherrscht hatte. Aber da gab es doch in den letzten Stunden immer wieder kleinere Problemchen. Man konnte nie die Turns so zu Ende fahren, wie man das wollte. Man hat mehr Benzin verbraucht. Die Reifen haben Probleme gemacht, dann wurde es zu heiß im Auto. Auch da musste man außerplanmäßig an die Box kommen. Und so ist man immer weiter zurückgefallen.
gar nicht mehr mit von der Partie, so ist zumindest die Information aus der Box, ist der Mantai Porsche mit der Startnummer 12. Der ist auch auf unserem Ergebnismonitor ein bisschen eingefroren, hat inzwischen zwei Runden Rückstand. Da gibt es offenbar einen technischen Defekt am Turbo Porsche des Mantai Teams. Also die Defekthexen, die schlagen nun schon in den ersten Stunden dieses 24-Stunden-Rennens so richtig zu. Und die Porsche 911 GT3R zum Beispiel, die schieben sich so in das Top 10, in die Top 10 des Gesamtklassements nach vorne. Zum Beispiel Harald Groß mit der Startnummer 27, der Routinier, der ein Comeback hier gibt auf der Nordschleife, der fährt jetzt hier schon auf der 9. Position, Marcel. Das könnte noch eine ganz interessante Sache werden. Ich denke, man sieht, es sind erst 4 Stunden rum, knapp über 4 Stunden. Und mit Sicherheit gerade so Autos wie die Viper oder auch Autos wie halt der GT3, die haben halt doch schon einige Erfahrungen, gerade Langstreckenerfahrungen. Und dort muss man schon sagen, die haben natürlich, was die Haltbarkeit angeht, mit Sicherheit einen kleinen Vorteil. Wobei, gerade bei uns muss ich sagen, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Wir hatten eine gute Phase, auch einige Langstreckenrennen besucht und das letzte 4-Stunden-Rennen konnten wir gewinnen. Und ich muss sagen, Phoenix hat eine tolle Truppe gemacht und einen tollen Job gemacht. Und ich denke mal, wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Darüber werden wir gleich noch weiterreden. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, kurzer Boxenstopp, zurück nach München, dann sind wir wieder in der Eifel. Nordschleife, liebe Zuschauer, wir sitzen im Porsche mit der Startnummer 23. Das ist der Porsche des Teams Reda Motorsport. Das hat in diesem Jahr schon 2 Langstreckenmeisterschaftsrennen gewonnen hier auf der Nordschleife. Also man kennt sich hier prächtig aus und man liegt inzwischen schon auf der 5. Position. Das ist einer so dieser Geheimfavoriten. Zuverlässiges Auto, man kennt sich aus auf dieser Strecke und kommt hier Stück für Stück nach vorne. Vorne aber unverändert das ja inzwischen auf 3 Fahrzeuge reduzierte Spitzentrio mit dem beiden Opel Astra und dem Abt Audi. Marcel, du hast mir auch gerade gesagt, als wir in der Werbepause waren, es ist Hölle heiß in den Autos. Ja gut, wir haben es gemessen, ungefähr um die 60 Grad. Und wenn man natürlich 10 Runden oder 9, je nachdem, welchen Boxenstopp man macht oder wie man es gerade aufgeht, drin sitzt, dann merkt man schon, die letzten 3 Runden werden sehr, sehr warm. Und es ist wie eine Sauna, muss man sagen. Da hat man auch seine lange Unterwäsche an und es ist nicht gerade sehr angenehm. Und ich glaube, das macht auch vielen Fahrern zu schaffen, gerade die letzten Runden. Daran sieht man auch häufiger mal bei weniger trainierten Fahrern, dass man dann doch irgendwo langsame Rundenzeiten sehen wird. Und deswegen hoffe ich, halt, ich komme jetzt in den Abend rein, meinen nächsten Turn. Und da bin ich ganz froh, weil da ist die Sonne halt weg. Und dann denke ich, wird es auch ein bisschen kühler werden. Rundenzeiten scheinen ganz gut zu sein bei eurem Auto. Ihr habt einen Vorsprung jetzt von knapp 40 Sekunden auf den Abt Audi TTR. Ich glaube, der ist auf dem Geraden oder generell einen Tick langsamer unterwegs als ihr. Hat vorhin etwas später stoppen können, aber ihr fahrt inzwischen auch etwas länger. Gut, wir haben jetzt gerade vorhin Stopp von 10 Runden gemacht, also 10 Runden gefahren. Wie es jetzt weiterhin laufen wird, ist noch nicht ganz klar. Ich denke mal, dass wir uns irgendwo da einpendeln werden. Und ich denke mal schon, wenn wir so einen Rhythmus finden, wird er irgendwo da um diese 10 Runden liegen. Und ich glaube schon, man muss es abwarten, weil ich glaube, bisher konnte man den Audi sehr, sehr schlecht einschätzen. Man sieht, er ist sehr, sehr gut dabei. Und ich glaube aber hier, wie gesagt, es sind 4 Stunden gefahren, man darf keiner unterschätzen, auch die Viper noch nicht, obwohl sie einen leichten Rückstand hat. Aber wie gesagt, hier ist es wirklich sehr, sehr kritisch, vorgezogene Entscheidungen zu treffen. Ja, sehr gut mitmischen sollten eigentlich auch die beiden Schnitzer BMW. Und wir haben das Drama ja in der Anfangsphase erlebt. Beide Autos, Getriebeprobleme, Getriebeschäden in der ersten Runde. Und zu diesem Thema haben wir jetzt einen ganz, ganz prominenten Gesprächspartner. Ich gebe in die Box runter. Das kann man wohl sagen. Der kam nämlich auch extra eingeflogen aus Monaco. Dr. Mario Theissen, der Motorsportdirektor von BMW. In Monaco gab es heute für Sie ordentlich was zu feiern, nämlich die Startplätze 1 und 3 für die beiden Fahrer Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya. Hier am Nürburgring haben Sie da nicht ganz so gute Nachrichten ereilt, aber ich glaube, Sie sind trotzdem noch optimistisch, oder? Ja klar, ich habe die Nachricht noch in Monaco gekriegt, als ich in den Hubschrauber stieg. Aber ich habe gesagt, da komme ich trotzdem, das wollen wir doch mal sehen, was hier noch geht. Und 24 Stunden sind lang, Sie haben das eben auch schon gesagt, da darf man wirklich nicht zu früh aufgeben, da kann viel passieren. Was ist noch drin? Oh ja, ich denke, ein Platz unter den ersten 10 wäre schon noch möglich. Das wollen wir jetzt jedenfalls probieren. Es ist ja auf jeden Fall ein Projekt, das BMW sehr wichtig war, davon gehe ich mal aus, sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hier. Man hat da sicher auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Wenn dann sowas passiert, ein relativ kleines Problem eigentlich mit so einer großen Auswirkung, was geht da so in einem vor? Das ist natürlich ärgerlich, aber viel mehr für die Leute, die die Arbeit geleistet haben, als für mich. Sollte eigentlich nicht passieren, aber das ist der Sport, das gehört dazu. Und entscheidend ist, dass man in der Situation dann nicht aufgibt, sondern wie hier geschehen, die Getriebe wechselt und dann erst recht. Und das wollen wir jetzt tun.
glaube, mangelnden Einsatz kann man der Schnitzermannschaft ganz bestimmt nicht nachsagen. Die sind immer voll dabei und die kämpfen ganz bestimmt weiter. Sie werden das jetzt auch beobachten. Bei der Gelegenheit viel Glück für das Rennen in Monaco morgen und natürlich auch viel Glück weiterhin hier. Aber das haben wir auch im Auge und werden uns das genau anschauen. Danke, Dr. Mario Theissen, und damit zurück zu Thomas Vogt. Ja, vielleicht reichen wir doch mal für all die, die in der Anfangsphase nicht zugesehen haben, die Information nach, was da passiert ist an diesen beiden ja doch mitfavorisierten Schnitzer BMW. Da hatte man Trockeneis hineingetan in die Fahrzeuge in der langen Einführungsrunde, um die Temperaturen niedrig zu halten. Und dieses Trockeneis, so zumindest die Aussage aus der BMW-Mannschaft, hat die Ölleitungen der Getriebe zerfressen, beschädigt. Das Öl lief komplett aus, die Getriebe blockierten, die Gänge blieben stecken und beide Autos blieben also in der ersten Runde stehen. Man hat jetzt repariert das Auto von Hans-Joachim Stuck mit der Startnummer 42. Das liegt inzwischen auf der 104. Position. Rückstand 5 Runden und 5 Runden, das sind hier auf der Nordschleife so etwa 45 Minuten. So weit fährt man also der Spitze hinterher. Und hier haben wir das führende Auto mit der Startnummer 5. Manuel Reuter, der ja in der Anfangsphase des Rennens hier bei mir oben in der Sprecherkabine war. Er sitzt im Augenblick im Cockpit. Im anderen Opel Astra auf der dritten Position, da sitzt im Augenblick Peter Dumbrack am Steuer. Der liegt auf der dritten Position, hat einen Rückstand von etwa 2 Minuten auf das führende Schwesterauto. Gab allerdings keine größeren Probleme, auch am zweiten Opel. Einzig die Flaps vorne, die man da sieht, vorne links und rechts, die den Antrieb, den Anpressdruck an der Vorderachse erhöhen. Da musste man zweimal intervenieren, zweimal nachhelfen, zweimal reparieren, aber nicht so richtig viel Zeit hat man dabei nicht verloren. Marcel, dieses Auto war ja ursprünglich mal für Sprintrennen entwickelt, für die DTM. Inzwischen, der Manuel sagte aber, das Ding ist auch richtig schön zu fahren hier auf der Nordschleife. Ja, wie gesagt, wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitungsphase, haben das Auto wirklich so dorthin zu bringen, dass es auch dann für die Nordschleife funktioniert. Denn man darf einfach die Nordschleife mit keiner anderen Strecke vergleichen. Und sie ist halt doch in ihrer Eigenarten. Wir hatten drei Rennen vorher mitgefahren im Langstreckenpokal. Und dort, das war wirklich für uns, würde ich mal sagen, die wichtigste Phase, denn woanders bringt es ja nicht viel zu testen, denn wirklich die Nordschleife durch ihre Bodenwellen, durch ihre verschiedenen Belege, durch die Sprunghügel, macht es eigentlich wirklich nicht Sinn, woanders zu fahren. Das haben wir gemacht und man sieht halt, bisher läuft es wirklich sehr, sehr gut, wir sind sehr zufrieden. Phoenix hat wirklich eine tolle Leistung erbracht. Und die Kleinigkeiten natürlich vorne, die Flaps, die sind schon etwas empfindlich. Aber wie gesagt, wir haben einen Stopp von ungefähr 2 Minuten. Man hat eigentlich genügend Zeit, diese zu wechseln und dadurch auch, wie gesagt, kein größeres Problem. Wie schnell könnt ihr eigentlich fahren auf der Nordschleife? Wie sehr könnt ihr ans Limit gehen? Nicht wie bei der DTM sicherlich voll 100%, aber wie schnell könnt ihr fahren? Gut, ich denke mal, dass man schon probiert, gerade wie gestern im Qualifying. Gut, der Volker ist gefahren, Zeit von 9.04. Und das ist natürlich noch im Verkehr, wenn man wirklich mal eine freie Runde hätte, sind mit Sicherheitszeiten unter 9 möglich. Aber wie gesagt, jetzt im Verkehr sind die Zeiten doch bei 9.15, 9.30, je nachdem, was auf der Strecke los ist. Und man fährt eigentlich ungefähr um die 90-95%, weil man wird nie schaffen, wirklich optimal den Bremspunkt zu finden. Dafür ist es einfach zu kompliziert. Man hat immer Verkehr, muss immer ausweichen und eigentlich wirklich sehr, sehr logisch fahren, auch sehr, sehr vorsichtig sein beim Überrunden, dass man wirklich keinen Unfall baut. Ja, Unfall ist offensichtlich auch hier wieder passiert. Das ist irgendwo bei Kilometer 5 oder 6 draußen, glaube ich, gewesen. Da war wieder eine sogenannte lokale Gelbphase, wo dann absolutes Überholverbot herrscht und auch Schritttempo angesagt ist. Das wird uns im Laufe des 24-Stunden-Rennens immer wieder begleiten. Bei einem Starterfeld von über 200 Fahrzeugen kommt es einfach zu Kollisionen und Unfällen. Wir hoffen natürlich, dass das Ganze im Laufe des Rennens glimpflich verläuft. Marcel, ich denke, du möchtest langsam mal wieder rüber in deine Box gucken, wie es da aussieht. Vielen Dank, dass du hier warst. Toi, toi, für die, wie viel verbleibende Stunden haben wir eigentlich noch? Ja, so knapp über 20, genau, oder? Genau, knapp unter 20. Rechnen üben wir noch, Marcel. Knapp unter 20. Okay. Denn es steht hier schon wieder fliegender Wechsel auch parat. Die DTM-Piloten lösen sich hier ab. Der Matthias Ekström ist nämlich eingetroffen hier. Toi, toi, Marcel. Er ist schon wieder draußen aus der Kabine. Und bevor wir hier den Matthias Ekström begrüßen in der Kabine, sage ich ganz kurz Mats ab für das Gewinnspiel, damit Sie, liebe Zuschauer, etwas gewinnen können. Also spielen Sie mit, wir drücken Ihnen die Daumen, dann können Sie vielleicht gewinnen. Da sind wir wieder mit Hubschrauberaufnahmen von der Nordschleife. Und inzwischen auf meinem heißen Co-Kommentatorenplatz hat Platz genommen Matthias Ekström, der sehr, sehr gut unterwegs war, genau wie seine Teamkollegen im Abt Audi TTR. Bei Matthias, inzwischen sehen wir dein Auto mit der Startnummer 7 relativ weit hinten. Was war bei der 7 los? Na, du
Ja, ich hatte ungefähr, ich glaube, was 6 oder 7 Runden gefahren und dann haben wir ein bisschen ein kleines probiert mit Servolenkung und hat und die Jungs müssen jetzt gucken und klar, wir verlieren ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das ist besser, dass Autos sind perfekt, wenn wir so lange fahren müssen. Ohne richtig funktionierende Servolenkung geht es wahrscheinlich auf der Nordschleife nicht. Nee, klar, da war, wenn du fährst so schnell und immer voll konzentriert und viele Leute auf der Strecke sind, müssen die Servolenkung funktionieren, aber sonst geht nicht. Wie viele Runden werdet ihr verlieren? Was denkst du? Ja, ich weiß nicht. Normalerweise sind unsere Team richtig stark und schnell, wenn wir so ein Ding ändern, aber ich weiß nicht jetzt, wie lange die Jungs braucht. Du hattest bisher relativ wenig Runden gedreht mit dem Abt Audi TTR hier auf der Nordschleife, jetzt ein bisschen mehr im Rennen. Wie ist der Eindruck? Ja klar, ich hatte vor der Rennen startet, habe ich 4 Runden gemacht und klar, das ist nicht so viel, aber ich kenne die Auto richtig gut und die Strecke nicht so gut, aber ich hatte ein Rennen in 2001 gemacht und das war richtig gut für mich. Ja, das hier ist nicht so gut, was wir hier sehen. Da gab es wieder mal eine Kollision zwischen schnell und langsam. Schnell in diesem Fall Porsche, etwas langsamer Opel Calibra, ein sehr nahes Fahrzeug. Matthias, hattest du auch so ähnliche Situationen oder zumindest bist du in die Gefahr gelaufen, mit langsamen Autos zu kollidieren? Ja, es war immer so. Ich glaube, dass wenn wir so schnell auf der Strecke sind und viel langsam Auto ist, da klar, ich hatte mit niemandem kollidiert, aber der war ich glaube, 3-4 Mal ganz eng. Da steht der Nächste, das ist ein BMW mit der Startnummer 91, eine italienische Mannschaft. Da ging ein bisschen was schief, der hat sich hier verirrt in der letzten Schikane vor Start und Ziel, auch bei relativ hoher Geschwindigkeit. Aber der Kollege hat noch Glück, dass die dahinterfolgenden Fahrzeuge aufpassen und es hier zu keiner weiteren Kollision kommt. Matthias, Vergleich DTM, 24-Stunden-Rennen Nürburgring auf der vielleicht faszinierendsten Rennstrecke der Welt. Was macht denn mehr Spaß? Ja klar, ich für mich persönlich macht klar zum Fahren und macht beide Spaß, aber ich glaube, dass wenn du fährst so ein 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, das ist auch ein bisschen speziell. Wir sind alle fährt nicht die gleiche Zeit, das ist nicht 2 Zehntel plus oder minus, da sprichst du mehr von Stunde plus oder minus. Und für mich spielt keine Rolle welche, aber ich kann beide fahren ohne Problem. Dir muss das ja eigentlich auch liegen, denn du bist ja auch inzwischen ein ganz guter Rallye-Fahrer. In diesem Jahr bei der Schweden-Rallye gefahren, beim WRC-Lauf, beim Weltmeisterschaftslauf in der Gruppe N, richtig auf Platz 3 gefahren. Ja, das war richtig. Ja, Schweden, das ist auch so ein spezielles Rallye und 3 Tage lang, das ist nicht so wie ein 24-Stunden-Rennen, aber das ist richtig lang und so schnell in den Wald fahren auf den engen Schneestraßen, das ist auch ein bisschen schwer. Dann ist die Nordschleife wahrscheinlich gar nichts Besonderes mehr für dich. Ja klar, wenn du fährst auf die Nordschleife, fährst du immer schneller und das ist klar, das ist richtig speziell und ich hatte Respekt für den Nordschleife. Wie war denn die Stimmung vorhin da draußen? Es sind ja unglaublich viele Zuschauer hier gekommen. Über 150.000, an die 200.000 schätzt man hier. Kriegst du das als Fahrer mit? Ja, ich sehe, wenn ich war unterwegs, habe ich gesehen, dass da war viele Leute und viel steht mit Flaggen und Fahnen und winken. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Stimmung und das hast du nicht in der Rallye-Welt. Ja, wir sehen hier gerade etwas nicht ganz Unwichtiges. Das führende Auto, der Opel Astra, mit der Startnummer 5, also das Auto vom Manuel Reuter, das hat einen Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe, im Bereich der Frontpartie. Da hat es offensichtlich eine Berührung draußen auf der Nordschleife gegeben. Das sieht nicht mehr ganz optimal aus da vorne. Matthias, das hat sicherlich eventuell Auswirkungen auf die Kühlung und auch auf die Aerodynamik. Ja klar, ich glaube, wenn du fährst in der Heck von einem anderen Auto, wenn der so ein kleines Problem ist, dann glaube ich, dann geht weiter ohne Problem. Aber das kann auch sein, dass du, so wie du sagst, schlechte Kühlung und so. Und dann fährt der Auto nicht so lange.
Vor allem kann natürlich passieren, dass dann irgendwann die Motorhaube ganz wegfliegt, vor allem auf der Döttinger Höhe bei den hohen Geschwindigkeiten. Also, da wird sicherlich jetzt Alarm herrschen an der Box der Phoenix-Mannschaft, des OPC-Team Phoenix, das ja hier oben am Nürburgring zu Hause ist. Und profitieren könnten deine Teamkollegen mit der Startnummer 8. Ihr seid ja eine große Mannschaft. Ihr drückt euch sicherlich gegenseitig auch die Daumen, dass zumindest einer der beiden ab der Audi TTR am Ende ganz, ganz vorne dabei ist. Der Abstand ist nicht sonderlich groß, beträgt im Augenblick, ja, so etwa vorhin war es 40, 50 Sekunden, die zwischen den beiden führenden Autos liegen. Etwas hinterher hinkt der zweite Opel Astra mit der Startnummer 6 und dann die Viper mit der Startnummer 1 auf der vierten Position. Da kommt die 8. Ja, bei Teamkollege und ich glaube, da war 50 Sekunden oder so. Genau. Gerade hier bei Start und Ziel durchgefahren. Also ein kleines Problem nur bei dem führenden Opel würde ja schon bedeuten, dass es die erneuten Führungswechsel geben würde. Matthias, ich sage vielen Dank. Du darfst wieder rüber in die Boxengasse gucken, ob dein Auto wieder fertig ist und wir machen einen kleinen Boxenstopp. 5 Stunden sind gefahren beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Im Bild die Viper mit der Startnummer 1, die Vorjahressieger. Im letzten Jahr das dominierende Auto. Im Augenblick liegt die Mannschaft rund um Teamchef Peter Zarkowski auf der vierten Position. Rückstand auf den führenden Opel 7 Minuten. Allerdings hat man auch schon den zweiminütigen Wiegestopp, der für alle Fahrzeuge obligatorisch ist, absolviert. Aber im Augenblick ist man weit entfernt von der Spitze, die nach wie vor gehalten wird von 3 DTM-Fahrzeugen, nämlich Opel, Abt Audi und Opel. Der zweite Abt Audi, der ist weit zurückgefallen in den Tiefen des Klassements, inzwischen sogar hinter dem BMW mit der Startnummer 42, das Auto von Hans-Joachim Stuck. Der liegt auf der 82. Position. Der zweite Abt Audi ist zurückgefallen auf die 87. Position, hat 22 Runden absolviert. Die Spitze hat inzwischen, hier sehen Sie es auch eingeblendet, 28 Runden, also 6 Runden Rückstand für den Abt Audi TTR mit der Startnummer 7 von Christian Abt, Frank Bieler. Und Matthias Ekström, der ja gerade bei mir hier in der Sprecherkabine zu Gast war. Und das Auto steht nach wie vor in der Boxengasse. Die Reparaturen sind allerdings in den letzten Zügen. Hier haben wir einen kurzen Blick in die Box. Da wird heftig gearbeitet an dem Wechsel der Servopumpe, der Servolenkung. Also doch eine lange, lange Standzeit für den silberroten Abt Audi mit der Startnummer 7. Vorne 3 DTM-Autos, dann die Viper mit der Startnummer 1 und auf der 5. Position liegt der beste Porsche mit der Startnummer 23. Das ist die Rädermannschaft mit Jonathan Price aus England, mit Markus Grossmann, Vincent Voss und Phil Bennett. Und dieser Jonathan Price, der hat in diesem Jahr schon 2 Langstreckenmeisterschaftsrennen gewonnen. Mit von der Partie ist inzwischen auch wieder der zweite Schnitzer BMW mit der Startnummer 43, der ja nicht im Bereich des Grand Prix-Kurses stehen geblieben war, sondern draußen auf der Nordschleife in der ersten Runde. Das hat dann relativ lange gedauert, bis das Schnitzer-Team das Auto wieder zurück hatte. 10 Runden verloren, aber man ist weiter mit dabei. Man versucht den Rückstand so gut wie möglich aufzuholen. Und wir haben ja gesehen, wie schnell es gehen kann. Der Abt Audi TTR mit der Startnummer 7, der lag auf der 5. Position, war vorne mit dabei und ist jetzt ganz, ganz weit zurückgefallen aufgrund des Problems an der Servopumpe. Nur auf der 6. Position fährt der Trainingsschnellste Uwe Alzen. Er sitzt im Augenblick auch selber am Steuer des Porsche Turbo mit der Startnummer 2. Ich habe es erwähnt, da gab es doch reichlich Schwierigkeiten in den ersten Stunden. Zwar nichts Grobes, Großes wie bei den Schnitzer BMW oder auch dem Abt Audi TTR, aber doch immer wieder Kleinigkeiten, die das Auto zurückgeworfen haben. Man hat inzwischen doch einen Rückstand von etwas mehr als einer Runde auf den führenden Opel von Manuel Reuter. Da haben wir den erwähnten Räder Porsche mit der Startnummer 23. Er hat zweimal schon in der Langstreckenmeisterschaft in diesem Jahr gewonnen. Da saß jeweils Frank Stippler mit am Steuer, der an diesem Wochenende nicht dabei ist, denn er startet im Porsche Supercup in Monte Carlo im Rahmen des Formel 1 Grand Prix. Aber trotzdem, diese Mannschaft, Räder Motorsport, sehr, sehr stark, sehr beständig, ist ja eine problemfreie Fahrt und deswegen fährt man hier als bestplatzierter Porsche auf der 5. Position, liegt noch innerhalb der gleichen Runde wie die führenden DTM-Autos. Also das wird sicherlich noch eine interessante Sache, speziell in der Nacht, ob dieser Porsche mit der Startnummer 23 weiter nach vorne kommt.
Der Uwe Alzen Porsche liegt dahinter auf der 6. Position und auf Platz 7 dann schon der Nissan Skyline mit Roland Asch. Und auf Platz 8 Harald Groß mit der Startnummer 27, der ist vom 18. Platz losgefahren. Der Routinier aus Essen, der ja eigentlich schon längst zurückgetreten ist vom Motorsport. Aber für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, da gibt es immer mal wieder eine Ausnahme. Und so fährt der Harald Groß hier wieder mit, liegt mit seinem selbst eingesetzten Fahrzeug auf der 8. Position. Mit einem weiteren Porsche und dahinter fährt noch das zweite Auto der Alzen-Mannschaft. Also Porsche ist schon jetzt nach knapp 5 Stunden hier sehr, sehr gut vertreten im Gesamtklassement dieses Rennens. Wesentlich besser auf jeden Fall als BMW. Der beste BMW ist das Auto nach wie vor von Johannes Scheidt, dem Lokalmatador, dem ehemaligen Sieger der Langstreckenmeisterschaft, dem mehrfachen Sieger des 24-Stunden-Renns. Der schließt im Augenblick die Top 10 ab. Das also der Stand hier auf dem Nürburgring, liebe Zuschauer. Es bleibt spannend. Vorne drei DTM-Autos, dahinter lauern die GT-Sportwagen. Wie das weitergeht, sagen wir nachher. Ich gebe jetzt noch mal runter in die Boxengasse. Genau, und mit diesem aktuellen Stand des Rennens verabschieden wir uns hier vom Nürburgring erstmal natürlich nur vorläufig, denn der Abend beginnt, aber die Nacht, die ist noch lang. Ich bin mir ganz sicher, dass wir Ihnen im Laufe dieser Nacht noch jede Menge zu berichten haben. Ab 22.15 Uhr sind wir dann wieder zurück, live und natürlich mit einer Zusammenfassung dessen, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist. Und wie gesagt, die Nacht ist das Allerinteressanteste am 24-Stunden-Rennen. Also würde ich Ihnen empfehlen, verzichten Sie auf ein paar Stunden Schlaf und schalten Sie nachher wieder ein. Jetzt geht es bei uns aber erstmal weiter mit Football und der NFL Europe. Da spielen nämlich heute gegeneinander die Amsterdam Admirals und Berlin Thunder. Und ich sage Tschüss und bis nachher. 22.15 Uhr, nicht vergessen.